Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Lego City Undercover. Warst du schon bei meinem Chef? Nee. Er ist ein sehr ungeduldiger Mann. Ja, ist in Ordnung. Genau, ich bin hier schon angekommen. Ich habe gerade gesehen, hier können wir eine Tür aufbrechen. Und können hier einen Superstein mitnehmen und später noch was anderes machen. Aber erstmal wollten wir die Mission machen, aber ich dachte so, das kann mich nicht gehen lassen. Einfach so ein Superstein nach einer kleinen Tür. Genau, wir machen weiter mit dieser schönen Mission. So, ich weiß nicht, ob sie schön ist. Könnte jetzt wieder eine richtige Mission sein. Perfekt. Hallo. Ich bin hier wegen der Beförderung. Du? Du siehst aus wie von der Polente. Bin ich aber nicht. Hier. Okay. Hallo, Fahrer. Willst du dir was dazu verdienen? Klar, immer. Schluss jetzt, sonst feuere ich euch, Trottel! An was dachten Sie? Eine Fluchtfahrt? Ganz langsam. Eine Schleichfahrt? Nein! Erstmal musst du dich beweisen. Hier sind ein paar Anweisungen. Folge ihnen und melde dich dann bei mir auf dem Schrottplatz. Und lass dich nicht erwischen wie diese Trottel! Geht klar, Mr. Chan. Bitte, nenn mich Sir. Was machst du doch hier? Okay. Okay. Chan will also, dass ich eine Karre von seinen Rivalen zurückhole, während die eine Party feiern? Das macht mich wohl zur Spaßbremse. Wäre das erste Mal, dass ich eine Party ausbremse. Mein Boss hat sich Fährt er mir jetzt dahin? Das hätte ich schon sehr lustig. Ja, wir fahren jetzt Taxi. Das ist ja super. Ich kann da nicht steuern. Ha. Das ist ein cooles Auto. Entschuldigung, Polizei angelegt. Der Draconas. Mit Nitro natürlich. Wieso gehört sich das für ein schönes Auto? Oh, das ist ein Lego-Laden. Also einmal hier alles durch kaputt machen. So viel war das jetzt auch gar nicht mehr. Die fahren zu zweit im Auto, lustig. Was bist du für ein Gefährt? Einfach ein kleiner LKW, du bist ein Eis-LKW, oder? Nicht Eis-LKW, sondern Eis-Verkäufer? Eiswagen? Eiswagen. Aber Eiswagen kannst du auch nicht so richtig an. Ja genau, auf jeden Fall so einer ist das. Klar, wechsel einfach random in die Spur, während ich neben dir bin. So gehört sich das. Ganz Strandleute hier unterwegs. Es ist ich. Aha. Es ist nicht fair, dass wir hier Wache schieben müssen. Genau. Hör mal, wir könnten uns ja auch zu der anderen Party beim Hotelpool schleichen. Hm. Vielleicht, wenn sie mal ordentliche Musik spielen würden. Und was zu essen auftischen. Okay, das heißt, wir müssen Musik und Essen machen, damit wir hier reinkommen, anstatt sie einfach zu verprügeln. Okay, wir sind Cop. Dann machen wir das wahrscheinlich nicht, aber theoretisch könnten wir es tun. Hier sollte doch irgendwo ein Grill sein. Soll ich denn ohne Grill Lebensmittelvergiftung und verbrannten Brötchen servieren? Lebensmittelvergiftung und verbrannten Brötchen, richtig. Ich bin Tage ausgebildet worden, um mich dann mit so einer Stümperei herumzuplagen. Okay, ich glaube, ich brauchte die einzelnen Sessel oder Liegen, die sie die Außenstand nicht kaputt machen. Hey, ja, ein Grill und auch noch sauber. Da muss ich nicht mal überall Ketchup draufklatschen, um den Geschmack zu überdecken. Jetzt brauche ich nur noch was zum Grillen. Okay. Und wo kriegt ihr was zum Grillen her? Kann ich das hier hochheben? Oh, kann ich tatsächlich. Aber erstmal mache ich das hier.
Okay. Gut, gib Geld, nehme ich mit. Die ganze Kiste Fleisch klauen, so muss das. Ich finde es gut, dass die alle schon mal hier richtig am Tanzen und am Viben sind, obwohl wir noch eigentlich keine Musik aufgelegt haben oder zusammengebaut haben. Naja, müssen die ja wissen. Ist das, Hühnchen? Das ist perfekt. Danke, knappe 30 Sekunden und sie sind fertig. Möchtest du etwas Hühnchen, Tata? Na, danke. Lass mal. Okay, spannend. Rieche ich da etwa Essen? Tatsächlich. Tschö. So, der erste schon mal weg. Den zweiten können wir theoretisch auch einfach ausnocken jetzt. Ja. Es wirkt doch gerade so, als würde ich jetzt nicht immer eine tolle Mission machen, sage ich mal. Also eine richtige Mission bekommen, bis pro Kapitel, also pro Kapitel vielleicht schon. Aber jetzt gerade nicht, weil ich jetzt schon erwartet, dass ich mindestens einen davon eine normale Mission gewesen wäre, aber war es ja gar nicht. Du bist ein wahres Technikgenie. Danke. Um die Scheiben zu drehen, brauchst du aber noch eine zweite Platte. Und tada! Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Hm. Und jetzt bringe ich sie zurück. Shazabim! Eine Schallplatte? Was vielleicht? Shabazakazoo? Oder doch eher Krabakadabra? Ach nö, gibt doch Geld. Mach dich bereit, ach nö. Okay, perfekt. Nicht schlecht. Jetzt dreh mal auf 11. Okay. Oh oh. Dem Rhythmus entkomme selbst ich nicht. So, und jetzt dürfen wir es aufbrechen und das erste Auto klauen, obwohl es für uns schon das zweite ist. Weil ich ja schon noch so etwas geklaut habe. Upsi. So, heben wir das Geld mal, weil wieso nicht? Lass uns Wasser fallen, das war natürlich mein Plan. So. Ein bisschen Geld mitnehmen, warum nicht? Ah, ich bin so kaputt gekommen mit dem Verbrecher. Geldemann zerstört. Einfach, okay, wir müssen die sogar noch zerstören. Und dafür gibt es einen goldenen Stein, aber ich glaube, wenn wir normal das erstmal machen, kriegen wir mehr Geld raus, oder? Also, erstmal mehr. Was machst du da? Heimliche Autowäsche? Auf ihn! Oh. Vielleicht soll ich die auch langsam mal gefangen nehmen und nicht einfach nur die ganze Zeit die versuchen gleichzeitig zu machen. Okay, hier mal Spaß. Okay, 10-fach Punkte, oder Ehre. Das darf ich sogar aufmachen? Ja, perfekt. Okay. So, jetzt haben wir einen Zetan schon wieder. Dankeschön, Spiel, habe ich schon. Ich glaube nicht, dass die Polizei rufen, wenn man selbst schon von den Verbrechern ist. Stimmt es, dass du jetzt zu einer Gang gehörst? Ja, das stimmt. Ich arbeite jetzt für Chan Zhuang. Dass du sowas tun würdest! Und ich hab dich bewundert, Chase! Ha 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 ha!
Nicht in echt, Frank. Du erinnerst dich, dass ich verdeckt arbeite, um herauszufinden, wo sich Rex aufhält. Ja, klar wusste ich das. Musst du wenigstens die Glückwunschkarte zum neuen Job nicht unterschreiben? Hör mal, Chan wollte, dass ich einem seiner Rivalen eine Karre klaue. Dieser Rivale ist nicht gerade unbescholten, aber er sollte trotzdem entschädigt werden. Meinst du, du kannst das mit den zuständigen Leuten klären? Klar kann ich das, auf jeden Fall. Ich habe meine total wichtige Nachricht von der Bürgermeisterin zur Bürgermeisterin gebracht. Okay, ich schicke dir jetzt die Details. Bis bald, Frank. Okay, gut, Gespräch ist vorbei, quasi passend. Also warum sollten wir den schädigen, Junge? Ist auch ein Verbrecher. Wahrscheinlich, oder? Ich fühle mich krank. Hallo. Gute Arbeit, Fahrer. Man kann sich also tatsächlich auf dich verlassen. Und das ist gut, denn ich brauche jemanden, der zum Limousinenladen geht. Da läutet die Alarmanlage. Ich würde Feng oder Li schicken, aber die sind eingebunden. Wie oft habe ich euch gesagt, nicht Seilhüpfen zu spielen? Was ist mit dem alten Mann, der im Limousinenladen arbeitet? Oh, ich musste ihn feuern, da er mir zu vertraut wurde. Eigentlich schade. War mein Vater. Falls du wen im Laden vorfindest, dann kümmere dich drum. Du weißt, was ich meine? Ah, ja? Oh, und denk dran. Meine Kunden legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Also schnüffel da nicht rum! Würde mir niemals einfallen. Ich weiß gut, dass er einfach komplett ausrastet immer. So, erstmal den Stein mitnehmen. Und dann nochmal rüberspringen. Da gibt es auch noch einen Stein im Fahrstuhl. Ich glaube, das hätte ich nicht gebaut. Den Sprung hätte ich auch so geschafft. Okay. Lass ich ja schon aufbrechen. Aber es hilft mir nicht weiter, weil ich dafür dann den Astronaut brauche. Schade. Habe ich jetzt ein Geldautomat. Dann probieren wir es mal aus. Wir kriegen jetzt wie viel hiervon? 1000, 2000, irgendwas. Okay, ich krieg kein Geld, aber ich krieg Geld, mal zerstört. Ich glaube, ich krieg tatsächlich mehr Geld, wenn ich erstmal rangehe und ihn dann zerstöre. Man ist ja schnell gemacht, auch zum Glück. Dann hol ich einfach hier was zu essen, das ist anscheinend gratis. Ich habe sogar noch Geld dafür, dass wir das machen. Also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht noch ein bisschen anfange. Wir haben zwar nicht mehr allzu, also nicht so wenig Zeit, aber halt immer noch nicht so richtig viel, also wie 7 Minuten noch. Und danach wollte ich noch erstmal aufhören. Das können wir noch nicht machen. Und deshalb würde ich sagen, gucke ich mir einfach ein bisschen um. Mach ein bisschen Quatsch. Candy Floss. Wichtig. Ach, Zuckerwatte, okay. Das stimmt, die Woche zieht sich so. Da oben ist was zu holen. Aus dem, von dem anderen Ding. Aber ich glaube, da komme ich spontan nicht ran. Aber hier ist noch ein Superstein. Zum Glück werden die von der Probe mitgezündet. Ich muss das nicht machen, weil ich hätte den Bulle komplett verloren. Da kann ich mir wohl gleich ran noch. Hier ist nichts. Ich dachte, vielleicht kriege ich was, wenn ich es kaputt mache, aber nö. So, das war schon so richtig eigentlich in die Richtung, aber ich habe zu viel geschaltet. Oder zu wenig, weiß ich gerade gar nicht. Wie war das nicht der richtige Charakter ausgewählt? Hier kann ich reingehen, das ist ja cool. Hier gibt es keinen großen Superstein noch drin. Und zwei von diesen komischen Dingern. Superstein. Ja, beeil dich, Spiel. Also, das ist echt nervig, dass man das nicht beschleunigen kann oder sowas. So, was haben wir noch? Sorry, das ist ein Notfall. Den schönen Pumpkin nochmal geholt. Da ist noch was. Genau, die können wir nochmal machen. Ich glaube, da rechts war noch ein Auto gibt schon oder sowas. Oder einfach nur ein ganz normaler Einbruch. Das kann natürlich auch sein. So, da haben wir schon 8. Okay, erstmal Einbruch. Dr. Smith. Wichtig. Noch einen goldenen Stein bekommen. Mittlerweile haben wir schon 35 Stück. Wir haben nicht mal 10%. Junge, gibt es viele goldene Steine.
Okay, gut. Da hätte ich nicht mal was machen müssen. Da gibt es einen Charakter, perfekt. Und wir müssen auch noch Stammeshäuptling. Einmal Superstein, einmal ein Stammeshäuptling. So ist das doch schön. Wo habe ich den Pumpkin geparkt? Ich glaube, da links bei der Faktorstation, ne? Er ist weg. Natürlich wurde er zurückgestohlen. Dann nehmen wir halt diesen, den Valkyrie. Oder Valkyrie. So, da unten ist das Krankenhaus, oder Krankenhausparkplatz besser gesagt. Hier war ich ja rein theoretisch schon mal. Ich glaube, ich bin noch nicht über den Parkplatz so richtig gefahren. Der sieht doch cool aus hier mit riesigem Spoiler. Der, achso, das ist der Draconas, den wir schon mal hatten, als beziehungsweise in Grau. Darf das ein richtiger Zaun, Freddy? Nicht reinfahren? Die hatten ja noch irgendwo ein anderes Ding. Also eine andere Verkleidungsstation. Da bin ich einfach hier im Kreis gefahren einmal. Und irgendwo war ja auch noch hier was zum Bauen. Also das war's, glaube ich, nicht. Da ist die Albert-Station. Das ist auch ein Cabrio. Perfekt. Hier ist auch so ein Cabrio, wenn du es nur genug kaputt machst. Ich glaube, hier rechts war das dann. Also die Verkleidungsstation, die ich eigentlich haben wollte. Die ich gerade gesucht habe. Und das Dingens hier für zum Aufbauen. Die Aufbaustation, die kommt euch ja später. Also die Fahrzeugstation. Hier gibt es noch was zum Hören. Okay, können wir was machen, was ich nicht habe. New Hunter, natürlich. Wichtiger Charakter. Hat mir sehr gefällt, dass ich ihn noch nicht hatte. Da gibt es noch was zum Scannen. Oder war das die schon, die Station? Guck mal, was hier rauskommt. Oder war noch was zum Einbrechen? Über Gegenfeuer natürlich. Ne, ich glaube, die kam hier. Genau, hier wollte ich, glaube ich, zurücksetzen. Dann müsste die hier sein. Genau, das war die, die ich hier nicht überfahren habe. Okay, der Drakon, das ist echt nicht schnell. Also allgemein alles nicht so schnell. Und die haben echt ein unangenehmes Geräusch. Was ist mit dir hier? Okay. Irgendwas, das ich nicht machen kann? Schade. Hier noch was Interessantes? Nö. Da links können wir mal einbrechen. Ich glaube, das meine aber schnell. Hier ist eine Kanone. Was mache ich denn hier mit? Ja, nichts. Ich dachte, ich zünd die vielleicht, aber nö. Na-ah. Warum nicht? Okay, gut. Ich muss auch nur oben klettern. Nächster Superstein. Perfekt. Und einen kleinen Einbruch machen. Bei einer Bank oder sowas? Das war easy. Und ein Superstein. So. Wieder eine Sache mehr gemacht. Da war der Wendekreis zu hoch. Okay, das sieht aus wie ein Parkour, muss ich sagen. Ist das vielleicht ein Parkour? Wenn ja, wie komme ich da hin? Oder wie starte ich den? Oder wo starte ich den, besser gesagt? Ach, Mann. Irgendwas an Stein schon mal. Okay, es sieht hier, also es sieht aus wie ein Parkour, aber ich glaube, es ist keiner. Okay, hier sind überall welche drauf, na super. Aber egal. Hier holen wir es noch. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier keine drauf ist, aber die Rand Distance hat mir einfach wieder nicht alles gezeigt, was ich hätte sehen müssen. Und dann ist hier nur das letzte Ding zum Ranspringen. Machen wir es natürlich mal. Und das ist noch ein großer Superstein. Perfekt.
Und mittlerweile haben wir schon 170.000 fast, meine ich. Ich glaube 169.000 und ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, dass ein Hüftburg ist. Da können wir nochmal ganz kurz rein. Weil die Hüftburg könnte ja vielleicht einen Stein drüber haben, aber hat sie nicht. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es tut mir bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.